Heimkehr in dein Sonnenselbst. Diese Meditation gebe ich dir gerne weiter. Dies ist bei vielen meiner Klientinnen gekommen. Und so erhältst auch du sie als Geschenk. Genau jetzt in diesem Augenblick. Und es ist genau heute der beste Tag. Genau an dem Tag jetzt ist es richtig für dich. Dieser Augenblick ist dein wichtigster Augenblick. Und durch diese Meditation werden dir nicht all deine persönlichen Themen und Probleme abgenommen, denn die haben wir alle selbst zu lösen, um uns zu entwickeln, um uns zu erfahren in der Auflösung. Um zu erfahren, zu fühlen und zu spüren, wie es ist, aus dem Dunkel ins Licht zurückzukehren. Jeder von uns wird irgendwann diesen Weg gehen, ob jetzt, ob in ein paar Jahren, in der nächsten Inkarnation, das ist deine freie Wahl. Das ist dein freier Wille. Uns Menschen werden immer Möglichkeiten angeboten. Und wir können sie annehmen, uns hingeben und empfangen. Bist du bereit, jetzt dich hinzugeben und zu empfangen? Ein Ja zu dir selbst zu geben. Ein Ja zu deiner Entwicklung, ein Ja zu deiner Erleuchtung, ein Ja zu deinem Erwachen, ein Ja zu deinem wahren Leben hier auf der Erde. Ins Licht zurückzukehren heißt nicht, die Welt zu verlassen, sondern hier im Licht, in deinem Urlicht, in deinem Sonnenselbst zu leben, in einer hohen Frequenz, in deiner ureigenen Energiesignatur, die niemand anderer hat als du. Es wäre dir möglich, in dieser Schwingung zu leben auf der Erde. Und noch nie zuvor wurden uns die Energien dafür zur Verfügung gestellt, so mächtig, so stark. Wie jetzt. Und es ist genau dieses Jetzt, wo in dein Energiefeld all das, was ich jetzt dir mitteilen werde,
und dich auf eine Reise mitnehmen werde, eingebettet wird. Die Energien werden eingebettet in dein Energiefeld. Ob du sie nutzt und Schritte setzt und ins Tun kommst, bleibt ganz dir alleine überlassen. Du wirst nach dieser Meditation in den nächsten Tagen und Wochen starke Impulse empfangen. Deine Seele wird dich noch mehr rufen. Ob du auf den Ruf hörst und diesen starken Impulsen folgst, bleibt dir überlassen. Du kannst sie verdrängen, wegschieben und weiter im Dunkeln dich erfahren. Du kannst sie aber wahrnehmen. Du kannst den Rufen zuhören und folgen, deinem Inneren folgen. Und dieser Weg ist nicht der Weg der Masse. Mit der Masse mitzuschwimmen ist einfach. Das ist der leichte Weg. Deinen eigenen Weg zu gehen, der garantiert nicht der Masse entspricht, ist eine Herausforderung. Und doch kann diese Herausforderung ganz leicht gemeistert werden, wenn du ein klares Ja dazu gibst, ohne Angst, ohne Zweifel an dir selbst und Angst vor deiner eigenen Zukunft, die du selbst gestaltest. Die meisten haben Angst vor der Zukunft, die sie jedoch selbst gestalten. Haben Angst, bewusst zu werden und die Wahrheit zu erkennen. Die Wahrheit ist nicht das, was die Masse dir zeigt. Dein wahrer Weg ist nicht der Weg, den viele gehen. Der ist oft ganz anders und doch ist es ein Abenteuer. Es ist ein spannender Weg. Ein großartiger Weg. Denn genau dann, wenn du ihn gehst, hebst du dich von der Masse ab. Und unter lauter dunklen Schirmen, die aufgespannt sind über jeden Menschen, leuchtest du plötzlich hervor. Vor dem haben viele Angst, dass sie hervorleuchten, dass sie herausstechen, dass sie gesehen werden. Haben Angst, ihre wahren Worte auszusprechen. Und ich kann dir sagen, auch das kann Spaß machen. Und jetzt mache es dir ganz bequem. Gib dich hin. In diesem Augenblick. Und es wird in dein Energiefeld eingebettet werden. Die Aura-Chirurgie
geistige Wirbelsäulenaufrichtung. Eine energetische Reinigung für Körper, Geist und Seele, für all deine Zellen in allen Dimensionen deiner Existenz. Und so wichtig, deine Entwicklung, dein Erwachen ist es, was deine folgenden Generationen, Kinder und Enkel, ganz locker und leicht ins Erwachen führen wird, wenn du was tust. All das wird jetzt eingebettet. Ob du es nutzt oder nicht, ist deine freie Entscheidung. Ob du den Impulsen folgst, die kommen werden. Ob du die Energieerhöhung annehmen wirst, indem du deinen Weg gehst, der sich garantiert von der Masse abhebt, deine Wahrheit sprichst, dich lebst und nicht gelebt wirst, ist deine Entscheidung. Die Energien bekommst du jetzt dafür. Lass deinen Atem ganz ruhig fließen, es atmet dich. Du als Mensch brauchst jetzt nichts zu tun. Nimm einfach diese Stille wahr und diese Ruhe, die jetzt einkehren darf in dein Energiefeld. So beruhigen sich jetzt all diese Chaos-Energien in deinem gesamten Energiefeld. Licht fließt durch dein ganzes Nervensystem. Und du darfst ruhiger und ruhiger werden. Dein Atem fließt frei, ganz locker und leicht. Und es gibt für dich nicht einmal mehr ein Atemkonzept. Nichts mehr gilt für dich, was in der Vergangenheit war. Alles darf neu werden. Wie du gehst, wie du sprichst, wie du atmest, wie du lebst. Du steigst aus einem verbrauchten, alten Konzept. Alle Methoden, die angewandt wurden vor Jahren, alles wird einfach jetzt auf Null gestellt. Du beginnst ganz neu, holst nichts aus der Vergangenheit mehr, um es im Hier und Jetzt zu leben. Nichts mehr. Auf dich darf ab heute ganz Neues zukommen. Alles, was viele Jahre alt ist, hat längst ausgedient. Denn so wie du dein Licht erstmalig auf der Erde leben wirst, bedarf es auch ganz neuen Methoden, ganz neuen Wegen und endlich deinen ganz persönlich individuellen Weg, der so einzigartig ist, dass er sich nur aus dir selbst heraus ergeben kann. Niemand, absolut niemand, kennt deinen Weg oder kann ihn gehen.
und er ist so großartig und du bist ihn noch nie gegangen. Es wird Zeit. Und so wird es ganz dunkel um dich jetzt, absolut dunkel. Und dieses Dunkle ist so angenehm. Für dich ist ab heute das Dunkel so angenehm. Und das Dunkle ist es, wo du jetzt Frieden erlangst, absoluten Frieden mit allem, was ist, vor allem mit dir selbst. Denn im Dunkeln sind deine Augen nicht ständig auf etwas gerichtet. Es ist einfach dunkel und still um dich herum. Und vielleicht hast du noch nicht erkannt, dass genau im Dunkeln sich der Körper am besten erholen kann, der Alltag ein Ende hat und du dich ausrastest und komplett in dich selbst fallen kannst und nirgends anders hin. So erlangt heute für dich das Dunkle auch eine hohe Schwingung, indem du dem Dunklen für dich selbst eine hohe Schwingung gibst und es begrüßt, ist es nicht mehr dein Feind, sondern dein Freund. Und es ist so angenehm, sich im Dunklen auszurasten, mal nichts zu sehen und zu hören und einfach zu sein, nicht beleuchtet und bestrahlt zu werden von allem Außen, sondern zu ruhen. Und du erkennst, dass du in diesem Dunkeln so viele Erfahrungen gemacht hast, die dich so großartig werden haben lassen, wie du jetzt und heute bist. So reich an Weisheiten, an Erfahrung. So großartig. Besser geht es nicht mehr. Und dieses Dunkle, dieses Absolute, jetzt alles auf Null zu stellen, es ist, was dich in Wahrheit neu werden lässt. Und du darfst dich noch mehr entspannen. Und ich bin hier in der Dunkelheit bei dir. Es ist ganz leicht, sich hinzugeben. Ganz leicht. Im Dunkeln ist man nicht abgelenkt. Es ist pure Entspannung. Ruhe, Stille, kein Lärm. Indem du nichts um dich siehst und es hell ist, kannst du im Dunkeln noch mehr bei dir ankommen. Und so ist das Dunkle für dich heute nicht mehr schlimm. Es ist angenehm. Und wenn es auch in dir noch dunkel ist, weißt du, dass es Licht werden kann und dass diese dunklen Kugeln oder Räume, wenn man sie öffnet, so viel an Erfahrungen tragen. Und nur wer so viele Erfahrungen gemacht hat, hat auch das Dunkle in sich angenommen. Und kann sich sogar in dunklen Räumen entspannen, hingeben. Und hat den Krieg mit dem Dunklen in sich längst beendet.
Es ist keine Schwäche. Es ist einfach. Alles ist gut, so wie es jetzt ist. Und du bist genauso gut, wie du jetzt bist. Nichts an dir ist falsch. Du bist vollkommen richtig. Denn genau heute und schon während du diese vielen Sätze gehört hast, fließt so viel Energie in dein Feld. Deine Aura wird korrigiert. Dunkle Löcher aufgefüllt. Dort, wo du Leere empfunden hast, wird Fülle entstehen, indem diese Löcher aufgefüllt werden mit deinem Urlicht, indem alle Energien zurückkehren, die du einst abgespalten hast, um ganz zu werden. Und so siehst du dich jetzt vor deinem geistigen Auge im strahlenden goldenen Licht. Du siehst dich in der Sonne selbst und blickst auf die Erde hinunter. Du warst so neugierig, zu wissen, was da unten los ist. Und bist über einen Sonnenstrahl hinuntergerutscht auf die Erde. Deine Reise hat begonnen. Verbunden noch mit diesem Sonnenstrahl, bist du auf dieser Erde spazieren gegangen, durch viele Gassen und Straßen, viele Menschen getroffen, hast die Erde erkundet, das Leben auf diesem Energieplaneten. Du hast erfahren, was es hier zu leben bedeutet. Dass es hier nicht so hell ist wie in dieser Sonne, in diesem Licht. Immer wieder blicktest du hoch zur Sonne. Und während du hochblicktest, zogen immer wieder dunkle Wolken vorbei. Wie auch dies auf der Erde geschieht. Mal ist es hell in deinem Leben, mal dunkel. So blickst du jetzt zur Sonne und eine dunkle Wolke zieht vorüber. Bleib mal kurz vor der Sonne stehen, plötzlich ist es dunkel. Und du hast geglaubt, die Sonne ist weg. Dein Licht ist weg. Diese dunkle Wolke war plötzlich zwischen dir und deinem eigenen Licht. So hast du dich eine Zeit lang intensiv mit dieser dunklen Wolke beschäftigt. Dein Fokus lag voll auf dieser dunklen Wolke. Sie wurde richtig magisch von dir angezogen. Sie konnte gar nicht weiterziehen, weil sie so viel Aufmerksamkeit von dir erhalten hat. Sie war plötzlich im Mittelpunkt deines Lebens. Da war für einige Zeit, meintest du, die Sonne weg. Doch die gab es noch immer.
Niemand hat diese Sonne vernichtet. Du glaubtest, sie ist weg, weil du sie mit deinen menschlichen Augen nicht mehr gesehen hast. Jetzt ist es aber an der Zeit, die Energie von der dunklen Wolke abzuziehen, deine Aufmerksamkeit nicht mehr auf diese dunkle Wolke zu lenken. Diese dunkle Wolke repräsentiert all deine Erfahrungen in niedrig schwingender Energie. Sie enthält Leid, Traurigkeit, Lug, Betrug, Kampf, Krieg, alles, alles, was du auf der Erde hier erlebst, ist alles in dieser dunklen Wolke. Und genau jetzt erkennst du das. Genau jetzt erwachst du. Und lässt jetzt einfach diese dunkle Wolke weiterziehen. Du hast den Wunsch, die Sonne wiederzusehen. Und du siehst jetzt mit deinem geistigen Auge, wie du diese Wolke freigibst. Du gibst sie jetzt frei. Du bedankst dich für diesen Blick ins Dunkle und lässt sie einfach frei, sodass sie weiterziehen kann. Du hältst nicht mehr fest. Du bindest diese Energie nicht mehr an dich. Du gibst sie jetzt frei. Und endlich setzt sie sich wieder in Bewegung und zieht ganz locker und leicht aus deinem Bild hinaus. Oh Mann, war das ein Weg. Und wie lange habe ich mich darin erfahren, festgehalten? Und das sagte deine Seele. Und das war gut so. Es war vollkommen in Ordnung. Alles ist gut. Und sie zieht weg, diese Wolke. Und es wird heller. Und sie gibt die Sicht wieder auf die Sonne frei. Ah, das Licht war immer da. Und du siehst auch diesen einen Strahl, der zur Sonne geht. Du immer angebunden warst. Und die Sonne repräsentiert dein Energiefeld, dein Urlicht, dein Sonnenselbst. Du bist die Sonne. Und jetzt, wo du alles freigegeben hast, losgelassen, kannst du ganz locker und leicht über diesen einen Strahl, der auch du bist, einfach hochsteigen. Vielleicht wird dieser Sonnenstrahl einfach wie eine Lichtsäule. Und ganz locker und leicht steigst du hoch zu der Sonne. Und du näherst dich immer mehr und immer mehr
Die Sonne ist warm. Die Sonne ist Licht, Gold, hohe Schwingung. Sie schafft es, alles zu beleuchten, nicht nur die Erde. Sie ist ein Fixstern. Niemand kann sie verschieben. Niemand kann sie manipulieren. Sie ist. Und jetzt kommst du in diese Sonne hinein. In pures Licht. Sieh dich jetzt in dieser Sonne. Sie durchleuchtet deinen Körper auch so stark, dass du nur mehr Umrisse erkennst. Dein ganzer Körper leuchtet. Und jetzt bist du in dieser Sonne. Du bist die Sonne selbst. Du bist in diesem Licht. Du bist das Licht selbst. Um dich herum und dein Körper ist pures Licht, Wärme. Und das ist fix. Das kann niemand zerstören, vernichten, verschieben. Das bist du. Und jetzt, wo du dieses Licht bist, das Sonnen selbst, wie die Sonne selbst, und eine Menge Strahlen ausgehen von allen Seiten, weit, ganz weit, und um dich du selbst dir alles erleuchtest. Und dein Körper so leuchtet, dass du nur Umrisse von ihm siehst. Gar nicht mehr. All die Organe und Haut. Es ist einfach Licht. Und du stehst selbst jetzt in diesem Lichtfeld. Und jetzt ist es so, dass dunkle Wolken noch vorbeiziehen werden. Die kannst du beobachten. Die kannst du sehr wohl sehen. Sie sind nicht weg. Das Ganze geschieht rund um dich. Aber noch nie ist eine dunkle Wolke in die Sonne gezogen. Noch nie war in der Wolke die Sonne oder umgekehrt. Die Wolken sind immer außerhalb und ziehen vorüber. Auch der Blitz, der Donner, das Gewitter ist außerhalb, der Regen, der Schnee. Nicht in der Sonne selbst findet das statt. Die Sonne ist die Sonne. Es ist fix. Und sie strahlt. Und sie hat so eine Kraft und Macht und ist so feurig, dass niemand sich in sie hineingehen traut. Und wenn du jetzt diese Sonne selbst bist, dieses Licht, dieses Feld und strahlst und dir selbst alles erleuchtest und das fix ist und niemand kann da hinein und diese dunklen Wolken
es gibt, aber bei dir vorbeiziehen, du sie beobachten kannst. Und in dir und um dich ist es aber immer Licht. Und diese Wolken können sein andere Menschen, Ereignisse, Situationen, so wie halt nun mal das Leben auf der Erde ist. Und du bist dir bewusst, wie das Leben auf der Erde ist. Du hast genug Erfahrungen gesammelt und hast selbst dich voll fokussiert auf die dunkle Wolke und immer geglaubt, die Sonne ist weg. Hast gebetet zu Gott, obwohl du selbst Gott bist. Hast gebeten um Energien, obwohl du selbst die kraftvollste, mächtigste, strahlendste Energie bist. Du bist jetzt in diesem Lichtfeld, das du bist. Du strahlst und erleuchtest dir selbst alles. Alles um dich ist hell. Du bist hell, klar und rein, dir vollkommen bewusst und erkennst das Leben auf der Erde so, wie es ist, genau jetzt an. Und nichts von dem Außen, diese dunklen Wolken, wo immer wieder eine andere vorbeizieht, die einen bestimmten Namen vielleicht trägt, von einem Weltgeschehen oder von einem ärgerlichen Menschen. Dass die vorüberziehen und dass es sie gibt. Aber sie können nicht in dein Feld. Nichts kann in dein Feld eindringen, außer du verlässt es wieder. Du gehst wieder hinaus, rutscht mal über diesen Sonnenstrahl wieder in eine niedrigere Frequenz. Aber in dieses Licht, das du bist, kann nichts und niemand hinein. Das ist niemanden und nichts möglich. Du hast die Wahl, hinauszugehen, über den Strahl hinunterzurutschen, den Fokus auf die dunkle Wolke zu legen. Oder in diesem Feld zu bleiben. Und die dunklen Wolken, die sind, was immer das auch ist. Du kannst es beobachten, aber es zieht ganz locker vorbei. In dein Feld selbst können sie nicht, wenn du in deinem Feld, in deinem Sonnenselbst, in deinem Urlicht, Urenergie vollkommen präsent bist, verankert bist, vernetzt, stabilisiert, integriert, geöffnet.
dann ist alles gut und du kannst ganz locker und leicht hier auf der Erde deinen sonnigen Weg gehen. Und das ist der Endzustand, den jeder erreichen kann. Und in diesem Zustand auf der Erde weiter erwacht, leben kann. Diese Menschen gibt es, wird es geben. Und du kannst das auch. Und energetisch ist alles eingebettet in dein Feld. Jetzt kommt es darauf an, was du daraus machst. Bist du bereit, die Wolke freizugeben und diesen Sonnenstrahl zu durchwandern bis zurück in deine Urenergie, in dein Sonnenselbst? Dann wirst du in den nächsten Tagen und Wochen deutliche Impulse empfangen, was zu tun für dich ist. Folge dir selbst, folge deiner inneren Stimme und sie wird dich richtig und am schnellsten Wege nach Hause führen, sodass auch bei dir in Zukunft die dunklen Wolken einfach vorüberziehen. Jedem ist diese Möglichkeit angeboten. Und wann? Genau. Jetzt. Genau jetzt. Nicht morgen. Nicht in ein paar Monaten. Nicht nächstes Jahr. Jetzt. Und noch mächtigere Energien werden dazu einströmen. Ich empfehle dir, mach dich aber jetzt auf den Weg. Du wunderbares Licht. Hier auf der Erde. Du bist das Licht, die Sonne, warm, strahlend, feurig, mächtig, selbst erleuchtet, auf einem einzigartigen, großartigen Weg, der in der Dunkelheit nicht gegangen werden kann. Und der sich dadurch von der Masse abhebt. Alle dunklen Wolken freigebend in Dankbarkeit und Frieden, zurückkehrend in dein eigenes Licht. Dafür bist du hierher gekommen.
und alles andere im Nichts sich auflöst und nichts mehr aus der Vergangenheit gültig ist, absolut nichts mehr für dich und für deinen Aufstieg ins Licht, nach Hause zurück zu dir. Es kann auch sein, dass dir plötzlich im Außen viel Neues angeboten wird oder du auf ganz Neues triffst. Dann nimm es an. Ganz neu soll es sein, ganz neu. Nur das Neue hat eine hohe Schwingung. Zur Sonne erwacht. Wünsche ich dir alles Gute auf deinem Weg durch den Sonnenstrahl, dass so ein schöner Weg sein kann, wo jeder Schritt dich mehr erleuchtet. Bitte geh diesen Weg, denn du bist schon dieser Weg. Du bist auch dieser Sonnenstrahl. Und dieser Weg ist so einzigartig. Folge nicht dem Alten und der Masse. Folge dir selbst. Und höre den Ruf. Nimm die Impulse in den nächsten Tagen wahr, die du garantiert durch diese Reise erhalten wirst. Und ehre und achte all die Energien, die dir jetzt eingebettet und geschenkt wurden.